Im heutigen Video schauen wir uns die Bewegung des Mondes für einen kompletten Monat an und werden gleichzeitig ein paar Themen wiederholen, die wir bereits besprochen haben, zum einfachen Verständnis. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, Freunde der Sonne, oder sollte ich sagen, Freunde des Mondes. Heute schauen wir uns einen ganzen Monat an, wie sich der Mond bewegt, über den sichtbaren Teil der Erde. Ja, fangen wir mit der ersten Karte an oder mit der ersten Seite des Buches aus diesem Teil. Ist wieder eine wunderschöne Karte, sehr detailreich. Eine Westsahara haben wir hier, Indischer Ozean, Hyperborea in der Mitte, Terra Vista am linken Rand, ja, Atlantis. Und dann haben wir hier auch die Bewegung des Mondes eingezeichnet und ja, werden dann weiter darauf eingehen. Jeden Tag des Monats werden wir uns genauer anschauen. Ja, fangen wir an mit den ersten Tagen. Das ist das, was man grundsätzlich bei den Tagen am Himmel sieht. Ja, kennt ihr alles? Erzähle ich euch nichts Neues. Ja, gehen wir zum ersten Teil über. Ja, hier sehen wir die Bewegung des Mondes in einem Monat, und zwar 29 Tage eingetragen auf der Weltkarte. Ja, der erste Tag ist der Neumond, und bei jedem Neumond ja, sind die Sonne und der Mond in derselben Konstellation. Die Sonne ist auf dem Äquator und jeden Tag geht sie ein Stück weiter nach außen. Das hat mit den ja, spiralförmigen Kreisbewegungen zu tun. Grundsätzlich aus diesem Blickwinkel bewegen sie sich im Kreis, aber auf ihrer Bahn machen sie noch eine Spiralbewegung, die Stück für Stück nach außen sich bewegt. Ja, im mittleren Bild haben wir, was im Oktober passiert. Ne, der Mond ist ein Stück langsamer als die Sonne in seiner Bewegung. Das hat man vorher im vorhergehenden Video schon mal festgestellt. Ja, Sonne und Mond machen ihre Spiralbewegung und erreichen hier im rechten Bild Lemuria und ja, gehen am Pazifischen Ozean vorbei. Auf dem linken Bild ganz unten haben wir ja, die Mondphase, wie sich die Zone davon verändert und auch bewegt. Ja, wenn es sich durch diese Zone bewegt, erkennt man genauer, wo sich der lunare Kalender identifiziert oder definiert, ist das bessere Wort. Ja, dann haben wir den ja, lunarischen Tag. Der ist 24 Stunden und 52 Minuten lang. Das hat man auch im vorherigen Video schon mal besprochen. Das heißt, der Mond ist ein Stück hinter der Sonne und daher kommen diese verschiedenen Konstellationen zustande. Ja, wir sind jetzt am zweiten Mondtag, lunarischen Tag. Ja, in unserem Beispiel ist der Mond nördlich und die Sonne kreist südlich. Die Mondbewegung ist eine spirale Bewegung. Ja, es macht einen Kreis und eine harmonische Oszillation in derselben Zeit. Ja, das hatten wir in Buch 3 genauer besprochen, wie sich das verhält. Ja, die Sonnenbewegung ist auch so eine Spiralbewegung, macht eine volle Kreisbewegung in 24 Stunden, Tag und Nacht, und eine Oszillation passiert in 365,25 Tagen. Ja, das ist eine Saison, wenn man so will. Hier haben wir die 5, plus 25 Tage, ne, worauf dann das Schaltjahr begründet, worauf sich das Schaltjahr begründet. Der Mond macht eine volle Oszillation in 28,5 Tagen, also viel schneller als die Sonne. Also die Spiralbewegung vom Mond ist viel schneller als die der Sonne.
Ja, jeden lunaren Tag kommt der Mond ungefähr 8 Grad südlicher in unserem Beispiel. Also wenn der Mond aufgeht, der Mondaufgang ist jeden Tag um 8 Grad südlicher als am Tag zuvor. Wenn der Mond näher kommt, ja, ändert er seine Phasen über Lemuria in dem Fall und hat eine neue Phase am nächsten Tag. Ja. Der Mond oder er wird immer größer, der Mond. Dann haben wir die Mondphase, die sich ändert. Ja, sehen wir in dem Bild, hier ist der Mond über der Sonne eingezeichnet als als kleine Sichel. Der Mond ist dann auch sichtbar während des Tages. Ja, das muss man sich auch überlegen, wie das bei einem runden Kugel zustande kommt. Aber ja, hier ist es erklärt aufgrund der Bewegung. Und der Mond ja, entfernt sich immer weiter von der Sonne, ist immer weiter dahinter. Ja, am dritten lunaren Tag haben wir schon eine etwas größere Sichel, ja, hier in der Mitte im Bild, die Sonne sehr deutlich zu sehen, unten der kleine weiße Streifen. Ich gehe mal näher ran. Da ist er. Ja, dann sehen wir hier im rechten Bild der Mond und die Sonne in ihrer Bewegung und der Mond setzt sich immer weiter nach hinten ab, aufgrund der 52 Minuten pro Tag, die er langsamer auf der Kreisbewegung sich dreht. Nicht auf der Spiralbewegung, auf der Kreisbahn. Ja, hier rechts sehen wir den Mond in der nächsten Phase, wie er so langsam zum vierten Tag übergeht und ja, diese Zone, wo diese Änderungszone sich hinüber bewegt. Kommen wir zum vierten Tag. Und zwar am vierten Tag sehen wir hier links oben ja, den Norden, worum sich alles dreht, ja, den magnetischen Norden der sichtbaren Erde. Und die Mondphasen formen sich je nachdem, welche Achse zum Norden besteht. Ja, die Achse ist die Y-Achse der Mondphase und man kann hier gut erkennen, wie es immer relativ gerade zum Norden steht und immer diese 52 Minuten hinterher hinkt, sagen wir es mal so. So, dann haben wir hier links wieder den Strich eingezeichnet, wie sich der Mond bewegt. Ja. Und hier schreibt er, um präziser zu sein, der Punkt, wo die Y-Achse entsteht, ist nie immer genau im Zentrum vom magnetischen Norden. Es ist the case with the sun, but a moving point within the Arctic Circle that undergoes a slightly wobble for each lunar cycle. Also es ist nicht immer genau senkrecht zum magnetischen Norden, sondern bewegt sich auch und hat eine Art ja, Hin- und Herbewegung. Ich gehe mal stark davon aus, dass das mit der Spiralbewegung des Mondes zu tun hat, dadurch, dass da viele Bewegungen zustande kommen. Ja, jetzt sind wir am vierten lunaren Tag in diesem Monat und gehen zum fünften über. Man sieht hier, hat er auch eingetragen, die Sichel wird immer größer, man sieht immer mehr vom Mond, je nachdem welcher Tag gerade da ist. Ja, kommen wir zum fünften lunaren Tag. Ja, zunehmender Mond. Das sehen wir hier ganz gut eingezeichnet. Ja, kommen wir zu den mittleren Bildern auf dieser Seite. Der Mond bleibt weiterhin hinter der Sonne zurück. Der Abstand zwischen ihnen und den Sternbildern nimmt jeden Tag zu. Bei 90 Grad haben wir einen Unterschied von 3 Sternbildern und eine Verzögerung von 50 Minuten. Multipliziert mit der Anzahl der Tage
die den 3 Tagen und 3 Sternbildern entsprechen, ergibt das 350 Minuten, was 5 Stunden und 50 Minuten entspricht. Wie viele Grad Abweichung die Sonne gegenüber dem Mond für einen lunarischen Tag, die zusätzlichen 50 Minuten, die der Mond benötigt, um einen vollständigen Kreis zu machen. Also wie viel Grad hängt der Mond hinter der Sonne? Ja, das entspricht 12,857 Grad. Also in 28 Tagen kehrt der Neumond zum gleichen Sternbild zurück wie die Sonne und legt 12,857 Grad mal 28 Tage, also 360 Grad zurück. Ja, erkennt man hier im linken und im rechten Bild. Ja, das heißt, jeden Tag ist der Mond 12,857 Grad hinter der Sonne. Ja, hier kommen wir dann zur nächsten Phase, was der sechste lunare Tag ist. Ja, hier sehen wir, wie die Sonne das Licht mit sich trägt. Ja. Der Mond erreicht so langsam den dunklen Bereich. Ja, hier, wo der rote Pfeil ist, auf dem rechten Bild, sehen wir, dass er, dadurch, dass er hinterherhängt, kommt er immer näher an den dunklen Bereich und ist dadurch ja, besser zu sehen. Ja, sechster Tag des Monats, des Mondmonats, und wir sehen, wie der Mond Stück für Stück nach hinten kommt. Und dadurch ändert er auch seine Mondphase. Ja, hier oben rechts im Bild sehen wir, wie es schon keine Sichel mehr ist, sondern so ein richtig schöner halber Mond. Ja, siebter Tag. Wir sehen hier, dass der Mond fast halb ist, also fast ein Halbmond, weil er ja, an der Grenze vom Sichtbaren zum oder zum, an der Grenze vom Licht zum Dunklen ist. Und am siebten Tag rutscht er immer weiter in das Dunkle. Wie gesagt, die 52 Minuten, die er hinterherhängt. Ja, und da sind wir, oder beziehungsweise sind wir im ersten Viertel, oder schließen wir das erste Viertel der Mondphase ab. Sehen wir an dem Winkel. Wir haben die Y-Achse, die X-Achse und haben hier einen 90-Grad-Winkel. Er ist jetzt genau 90 Grad hinter der Sonne. Am achten Tag sehen wir es nochmal hier auf den Bildern genau beschrieben. Hier haben wir den 90-Grad-Winkel, also die Berechnungen stimmen und sind auch stimmig mit dem, was man am Himmel beobachtet. Er ist genau 3 Konstellationen, 3 Sternbilder quasi dahinter. Dann haben wir, ihr kennt alle in Prag die Uhr, die da ist, und da haben wir dieses Zeichen und das passt perfekt auch auf diese Mondkarte. Und hier kann man die Sternbilder, die Konstellationen ablesen. Also hier ist der Mond genau 3 Sternbilder entfernt von der Sonne. Und ja, der Abstand ist zunehmend. Ja, am Ende des Tages sehen wir, wie der Mond in eine neue Phase übergeht und kommen wir zum neunten Tag. Ja, wir haben den neunten Tag. Ich gehe jetzt hier ein bisschen schneller rum, denn vom Prinzip her bleibt es gleich, 90 Grad dahinter. Umso mehr der Mond von der Sonne sich entfernt, umso ja, voller wird er. Hier haben wir noch eingezeichnet, den Radius sind die 10.000 Kilometer. Die haben wir auch in dem vorhergehenden Buch mal besprochen. Ja, und jetzt ist es so, dass der Mondaufgang schon am Nachmittag stattfindet, nicht mehr ja, zusammen mit der Sonne, sondern am Nachmittag, also wenn die Sonne so langsam untergeht. Ja, am 10. Tag ist der Mond komplett im Dunkeln, hat einen größeren Winkel zur Sonne mit dem Nordpol als Mittelpunkt, ja, und natürlich die drehende Spiralbewegung. Und ja, der Mond ändert sich, da er eine andere Phase durchläuft. Ja, am 11. Tag
sehen wir den Mond immer voller. Ja, ich gehe nur mal so hier durch. Er ist fast gegenüber der Sonne. Also haben wir einen ziemlich großen Winkel mit dem Nordpol. Und der Mond rutscht immer weiter nach Süden, also nach außen. Wie das ist in jedem Monat bei dieser Bewegung. Ja, jetzt haben wir den 12. lunaren Tag. Ja, der Mond ist fast voll. Man erkennt fast alles vom Mond. Der Winkel ist noch nicht ganz 360 Grad, aber es wird bald passieren. Ja. Kommen wir zum 13. Tag. Ja, der Mond hat diese 50 Minuten, dieses 50 Minuten Delay und ist dahinter. Der Mondaufgang ist an einem bestimmten Platz und ist so ziemlich am selben Tag oder zur selben Zeit, wie die Sonne untergeht an diesem Tag. Ja. Am 14. lunaren Tag haben wir dieses schöne Bild, was er reingenommen hat, ne, mit der sichtbaren Welt. Und ja, kurz vor dem Vollmond, der am 15. Tag passieren wird, ist es angemessen, die Achsen der Mondphasen zu analysieren und ihren Entstehungsgrund und ihren Nutzen zu betrachten. Da wir uns einen Tag vor dem Vollmond befinden, ist der Mond fast voll. Es fehlt nur noch eine Phase bis zum Vollmond. Der Mond steht fast genau gegenüber der Sonne am Sternhimmel. Und mit der neuen Verzögerung dieses lunarischen Tages wird er im nächsten Schritt einen Winkelabstand von 180 Grad zur Sonne haben. Wir sind also fast in der Mitte des lunarischen Monats, den wir gerade betrachten. Von der Phase des ersten Viertels bis heute hat sich die Sicht auf den Kontinent Terra Vista entfaltet. Und jetzt bleibt nur noch ein kleines Stück davon am Rand übrig, ohne dass man es sehen kann. Ja, das ist dann hier gut zu erkennen. Die X-Achse, entlang derer sich die Phasen entwickeln, steht senkrecht zur Y-Achse der Phasenachsen. Die Achse Y ist auf den Norden ausgerichtet, sodass wir den Mond als Kompass verwenden können. Das ist halt auch eine ziemlich interessante Sache. Wenn man an die Schifffahrt denkt, wenn sie sich anhand der Sterne fortbewegt haben. Ja, man könnte den Mond als Kompass verwenden, wenn man das versteht, wie der Mond die Erde spiegelt. Ja, die Achse X zeigt uns die Richtung, in der sich die Phasen in jedem lunarischen Tag entfalten und sie verläuft durch das Zentrum des Mondes und durch den Punkt, an dem der magnetische Nordpol N liegt. Ja, also das Zentrum des Mondes ist K und dann haben wir hier N und dadurch ergibt sich das oder die Möglichkeit, das Ding als Kompass zu verwenden. Ja, kommen wir zum Vollmond, 15. Tag. Ja, wir haben den Vollmond und hier kann man die Erde wunderbar erkennen. Man muss nur einem Prinzip folgen. Wir haben den Vollmond, dann flippen wir ihn horizontal und haben den gespiegelten Vollmond. Dann kann man die Helligkeit und den Kontrast etwas verändern, um ein deutlicheres Bild zu bekommen. Und dann kann man die Farben ändern, also sozusagen dieses Röntgenbild rückgängig machen und man bekommt die Karte der Erde. Es gab in den Videos immer mal Fragen, wie das zustande kommt. Hier ist es genau erklärt. Also wir flippen einmal den Mond über die horizontale Ebene. Dann haben wir eigentlich schon die Karte. Also man muss wirklich nur einmal den Mond drehen. Es hat damit zu tun, wie bei einem Röntgenbild, es ist spiegelverkehrt, so wie es bei uns auch auf der Netzhaut ist. Unser Hirn dreht das Bild um, aber grundsätzlich haben wir jedes Bild hinten auf der Netzhaut in horizontal gespiegelt. Ja, dann ein bisschen Farbe und Kontrast anpassen und die Farben anpassen und schon haben wir dann das Bild von der Erde, das Spiegelbild. Ja, wir haben den Vollmond am 15. Tag. Der Mond ist genau auf der gegenüberliegenden Seite vom Mond. Nur so kommt der Vollmond zustande. Ja, wir haben sozusagen hier auch den zunehmenden Mond und den abnehmenden Mond, der nach dem Vollmond dann geschieht. Ja, er ist quasi, wenn wir diese Karte nehmen, hier im Bild links zu sehen, genau 6 Konstellationen dahinter.
ne, 6 von 12 Konstellationen dahinter, und bewegt sich weiter in derselben Kreisbahn wie die Sonne. Ja, 16. Tag. Wir beginnen jetzt den abnehmenden Mond und sehen, wie er Stück für Stück wieder kleiner wird. Ja, ist auf den Bildern hier beschrieben. Ein kleines Stück fehlt, natürlich dann von der anderen Seite, logischerweise. Und hier haben wir den Mond, wie er jeden Tag ein bisschen kleiner wird. Am 17. Tag wird es schon deutlicher, der Vollmond ist nicht mehr zu sehen, wird ein bisschen kleiner. Ja. Am 18. Tag die weitere Bewegung und wir haben einen deutlicheren abnehmenden Mond. Und die spirale Bewegung des Mondes ist eine Kombination aus zwei Bewegungen, und zwar einmal die Kreisbewegung im Orbit und diese ja, einfache harmonische Oszillation. Ja, gehen wir zur nächsten Seite, 19. Tag, ja, nichts Neues unter dem Mond. Er nimmt weiter ab. Am 20. Tag sehen wir, wie der Mond fast nur noch zur Hälfte zu sehen ist, ja, weil er wieder in einen rechten Winkel zur Sonne kommt, und haben im Grunde das, was wir bis zum Vollmond gesehen haben, in umgekehrter Form. Auch interessant. Und ja, so langsam sind wir bei 270 Grad, also 9 Konstellationen dahinter. Ja, und wir sehen Terra Vista auf dem Mond. Der 22. lunare Tag, wie gesagt, der Mond nimmt immer weiter ab. Und wir sehen ihn schon fast in einer Sichelform. Dann haben wir den 23. lunarischen Tag. Da werden wir auch noch ein bisschen was dazu erzählen, genauer drauf eingehen. Am 23. lunarischen Tag kommt die Sonne dem Mond sogar noch näher. Und die Zeit zwischen dem Aufgang des Mondes und dem Sonnenuntergang verkürzt sich. Ebenso verkürzt sich die Zeit zwischen dem Untergang des Mondes und dem Sonnenuntergang noch mehr. Ja, das sehen wir hier, kommt immer näher. Ist bald wieder im lichten Bereich, um das mal so zu sagen. Hier in der Mitte. Außerdem hat der Mond vor einem lunarischen Tag seinen südlichen Kurs begonnen, befand sich am Ende seiner Schwingungsbewegung und machte den oder ging auf den nördlichen Kreis über. Während diese Schwingungsbewegung der Sonne die Jahreszeiten schafft und innerhalb von 365,25 solaren Tagen abgeschlossen wird, erfolgt die entsprechende Schwingungsbewegung des Mondes viel schneller, nämlich innerhalb von 28,5 solaren Tagen. Also der Mond hat eine einiges höhere Frequenz als die Sonne in der Spiralbewegung, in der Oszillation. An den Extrempunkten einer einfachen harmonischen Schwingung wird die Geschwindigkeit kurzzeitig null, während die Beschleunigung maximal wird. An einem Gleichgewichtspunkt, das heißt am zentralen Punkt der Schwingung, wird die Geschwindigkeit maximal, während die Beschleunigung null wird. Ja, aus diesem Grund erscheinen die Sonne und der Mond, wenn sie entweder den größten, also den südlichen Kreis, oder den kleinsten, also den nördlichen Kreis machen, für einige Tage dort festsitzend oder festzusitzend, während sie beim Passieren des Äquators einen größeren spiralförmigen Schritt haben. Wir berechnen die durchschnittliche Steigung der Spirale, wobei die des Mondes viel größer ist. Ja, 24. lunarer Tag, der Mond ist wieder innerhalb des sichtbaren Bereichs. Man sieht auch langsam wieder die Sichelform und haben im Grunde ein seitenverkehrtes Bild wie vom Anfang des Monats. Sind wir schon bei Tag 25. Nichts Neues unter der Sonne. Der Mond wird immer kleiner, kommt immer mehr zur Sonne. Und ja, immer mehr die typische Sichelform. 26. Tag. Der Mond ist fast gar nicht mehr zu sehen, man hat wirklich nur noch diese kleine Sichelform, hier im linken Bild kaum noch zu erkennen. Sehr interessant. Also für mich ist es immer wieder faszinierend zu sehen, wie in dem Buch das Beobachtete beschrieben wird und anhand der flachen Karte und besonders
beeindruckend für mich anhand der Mondkarte gespiegelt, also der flachen Erdkarte, das genau zu sehen ist. Ja, auf dem Röntgenbild. Ja, am 28. Tag, der Mond ist fast wieder auf selber Höhe wie die Sonne, nur am nördlichen Kreis, also am kleineren Kreis. Ja, und schließt immer weiter auf, beziehungsweise durch die 52 Minuten, die er hinterherhängt, schließt die Sonne auf, wenn man so will, da sie ein bisschen schneller ist. Ja, dann kommt sie wieder in den Bereich und der Mond ist nicht mehr zu sehen. 0 Grad ist er hinter der Sonne. Ja, also ja, wenn der Mond näher dran wäre, würden wir eine Sonnenfinsternis sehen. Ja, die Sonnenfinsternis am Tag. Einige von euch haben bestimmt eine Sonnenfinsternis mal beobachtet. Da ist es einfach so, dass der Mond am nördlichen oder bei seiner Oszillation dann einfach die Sonne überdeckt. Das konnte man am Mechanismus von Antikythera auch sehr gut feststellen, wann dieser Vorgang der Sonnenfinsternis stattfindet. Ja, ich habe gedacht, in diesem Video schauen wir uns zusammen ein bisschen das Buch an. Ich habe versucht, nebenbei ein bisschen zu übersetzen und hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut wieder vorbei beim nächsten Teil. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, Gottes Segen. Bis bald.